ich wollte heute Abend mal eine bisschen ungewöhnlichere Geschichte, wie man vom Filmemachen irgendwo reinrutschen kann, erzählen. Das ist ein sehr egozentrischer Vortrag, deswegen spare ich mir auch eine wirkliche Vorstellungsrunde, weil es im Grunde Teil des Vortrages ist, zu erzählen, was passiert ist. Ja. Dann doch so. So, ich bin zum Filmemachen gekommen, wie eigentlich, zumindest seit die Digitalisierung Einzug gehalten hat, ins Filmemachen wahrscheinlich die meisten. Da ist erstmal eine Idee und Kreativität, dann meistens Freunde, weil man sich eh nicht leisten kann, mit irgendwelchen Profis zu arbeiten. Man hat eine Kamera, man hat einen Computer und man startet einfach mal los und man weiß nicht, was bei rauskommt. Im Normalfall lernt man im Zweifelsfall einen Haufen Zeug und hat einen Haufen Spaß. Und genauso war das bei mir auch. Das Ganze begann für mich durch den Glücksfall, dass ich in einen relativ komischen Freundeskreis reingekommen bin, der die Tradition hatte, zu besonderen Anlässen wie Geburtstagen und Hochzeiten Filme zu produzieren, sehr trashige Filme. Und dann war irgendeine Hochzeit, die anstand, und dann wurde ein Herr der Ringe Remake, also völlig unehrgeizig, ohne Drehbuch gedreht. Und der Mensch, der das normalerweise machte, den Schnitt, der ist einfach ausgefallen. Und dann musste ich einen Schnitt übernehmen und auch als Nebendarsteller, als Laiendarsteller eine Rolle übernehmen. Und das Ganze war eine sehr spannende Reise, weil es mich total angefixt hat. Also die Möglichkeit, mit Bildmaterial auf einmal eine Story zu erzählen, hat mich völlig fasziniert. Das Ganze hat dann auch so gut funktioniert, dass wir auf der Hochzeit waren und eine Freundin der Braut so beeindruckt war von den Schnittkünsten, dass ja, ich schon von daher sehr froh bin, dass ich angefangen habe mit dem Filmemachen, weil es mir was sehr Gutes beschert hat. Aber ihr werdet sie noch besser kennenlernen, nämlich direkt nach mir. Was sich daraus dann ergeben hat, war eben, dass ich, als ich dachte, jetzt habe ich schon eine Frau, die auch Filme macht, jetzt muss irgendwie dieser Traum realisiert werden, mal selbst einen Film zu machen, und zwar von vorne bis hinten, sich ausdenken, irgendwie den ganzen Quatsch, den man als Junge nochmal speziell mit, hey, ich will irgendwie Knarren prügeln und Vampire, dass man halt einfach mal sowas macht. Und dann haben wir einen Kurzfilm geschrieben, gedreht und geschnitten und eingereicht beim Weiterstädter Filmfestival. Und da war erstmal erster Lebenstraum, einen Film gedreht mit Prügeln und Knarren, check. Zweiter Lebenstraum bei dem Filmfestival, wo ich als Student sehr viele, sehr schöne Sommerabende verbracht habe, irgendwie im Schlafsack im Weiterstädter Wäldchen. Ein tolles Filmfestival, kann ich nur empfehlen. Er wurde angenommen und er wurde gezeigt, und wir haben unseren eigenen Kurzfilm da gesehen, und es haben tatsächlich Leute den unterhaltsam gefunden, obwohl der furchtbar trashig war und also von allen handwerklichen Fehlern nur so wimmelte. Aber der totale Wahnsinn, hat riesen Spaß gemacht. Was sich dann daraus ergab, war sehr spannend, weil aus dieser Vorführung beim Weiterstädter Filmfestival dann für Yvonne, die sich gerade selbstständig gemacht hatte, professionelle Filme zu machen, und mich dann als zwangsläufig reingezogenen Helfer ein erstes kommerzielles Filmprojekt entstand. Und das war dann der erste Film mit 20 Minuten, ein Kinder-Jugend-Abenteuerfilm mit einer Message im Auftrag der TU Darmstadt, mit professionellen Schauspielern und Casting. Und wir waren immer noch relativ unerfahren. Es hat aber trotzdem einen Riesenspaß gemacht, war so ein nächster Schritt. Meine Rolle war damals Drehbuch, Special Effects, Audio und ein bisschen bei allem mithelfen. Und Yvonne hat Regie und Kamera gemacht und Schnitt. Und dann war ich total angefixt. Also Filme machen war absolut mein Ding. Das Dumme war aber, das war mein Job. Ich war Softwareentwickler, Selbstständigkeit 1.0. Ich hatte schon eine laufende Firma, die sich hauptsächlich mit Content Management im Webbereich beschäftigt hat damals, was wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie heute das so ist, aber normalerweise sitzen ja relativ viele Leute im Publikum beim Donnerstalk, die genau eben damit ihr Geld verdienen. Und ich war aber so, mich hatte dieser Filmbug so gebissen, ich wollte da irgendwas machen, und mir waren ein paar Sachen aufgefallen beim Machen dieses Films. Nämlich, wenn man das zusammenschmeißt, kommt am Ende eben nicht nur Spaß raus und ein Haufen, was man lernt, sondern auch ein Haufen Kopfschmerzen. Weil man dann da sitzt und man hat auf einmal irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert kleine Dateien in verschiedenen Formaten irgendwo auf dem Rechner liegen.
Und ja, man hat sich mit so Dingen wie Codex, Frameraten und halt Ordnung zu beschäftigen. Das heißt, man muss erstmal mit diesem ganzen Kram, den man gedreht hat, und je unerfahrener man ist, umso mehr dreht man, muss sich erstmal damit irgendwie zurechtfinden. Und ich fand die Werkzeuge damals, das war jetzt vor 9 Jahren, glaube ich, fand ich furchtbar und habe gedacht, ich als Softwareentwickler, das muss man doch irgendwie besser machen können. Und das wurde halt dann immer schlimmer, je mehr, und das kennt, glaube ich, jeder, der jetzt im Filmbereich ist, je mehr Vielfalt man dabei hatte, weil wenn man jetzt auf einmal dann mit 5 verschiedenen Kameras dreht und noch iPhone-Zeugs und teilweise nicht mal Kontrolle drüber hat, was man reinbekommt, je nachdem, welche Art von Content man produziert, dann werden die Kopfschmerzen auf einmal deutlich mehr, weil man sich mit eben so Sachen wie gemischten Frameraten und ach ja, das spielt jetzt aber die Software nicht ab und mein Schnittprogramm kann das nicht abspielen, das muss ich erst konvertieren, wie konvertiere ich das, mit solchen Sachen beschäftigen muss. Und dafür waren die Lösungen einfach, die ich gesehen habe, furchtbar. Und daraus ist dann eine Geschäftsidee entstanden. Und in einem Team von mehreren Leuten ist dann am Ende das draus geworden. Das ist eine Software mit Namen Kyno, K-Y-N-O, die letztes Jahr rauskam, die inzwischen in 40 Ländern von Filmschaffenden, von Videojournalisten, von Social-Media-Leuten, YouTubern benutzt wird. Letzten Endes hat diese Software, die ist so entstanden, dass bei unserem ersten trashigen Vampir-Kurzfilm einfach Sachen aufgefallen waren, mir als totalem Laien, die in den ganzen Arbeitsabläufen einfach extrem wehgetan haben. Und dieses Problem schien damals einen Haufen andere Leute auch zu haben. Und das Spannende war eigentlich, je mehr man mit Leuten geredet hat, also ich kam ja so aus der Froschperspektive, das heißt, ich hatte keine Ahnung von der wirklichen Fernseh- oder Filmproduktion, wie das da draußen aussieht. Also ich hatte jetzt nicht so eine fundierte Ausbildung wie du, dass man aus dieser Ecke kam. Und das Spannende war, dass die ganzen Großen eigentlich exakt dieselben Probleme hatten. Also das hat sich zu 90% überschnitten, was man jetzt so als Indie-Filmemacher hat. Das haben die Fernsehsender, das haben die großen Produktionsfirmen. Und ja, das hat dazu geführt, dass da das Feedback doch sehr gut war und wir jetzt versuchen einfach quasi das Schweizer Taschenmesser der Filmemacher weltweit zu werden und daran sehr hart arbeiten, was jetzt aber vom Verlauf her, glaube ich, eine relativ ungewöhnliche Karriere ist, dass einen dann der Filmbug in so eine Richtung bringt. Ich will jetzt eigentlich am Schluss nur kurz noch so ein paar Erkenntnisse teilen. Die sind natürlich extrem subjektiv und kann jeder mit, wie die Angelsachsen so schön sagen, mit a grain of salt genießen und seine eigene Meinung dagegen stellen. Ich habe meinen eigenen Vortrag selbst in der Reihenfolge unterschätzt. Was ich jetzt, ich komme leider überhaupt nicht mehr zum Filmemachen durch diesen Job, aber der einzige kleine Spielplatz, den ich noch habe, ist Produktvideos machen. Und da sieht man jetzt hier ein Standbild aus dem Produktvideo, dass sich das Konzept nicht sehr stark verändert hat. Das heißt, das ist jetzt die Software außenrum, aber ich lasse trotzdem noch Freunde mit Knarren rumlaufen vor dem Bildschirm. Und wenn man jetzt, man erkennt übrigens den etwas gealterten Hobbit hier in der Aufnahme als knallharter Kommissar. So, und jetzt komme ich aber dann zu den Erkenntnissen. Ich kann definitiv, wurde vorher schon gesagt, jedem, der sich auch nur annähernd, der annähernd Lust drauf hat, empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ich meine, das wurde ja schon im Vortrag vorher gesagt, dass die Einstiegshürde, was Kosten angeht, heute ist Wahnsinn, ist total gesunken. Also ich würde sagen, jemand kann sich auf eBay mit 500-600 Euro was zusammenschießen, mit dem er einen Film machen kann, der definitiv von der Qualität her besser ist als das, was wir damals auf der großen Leinwand in Weiterstadt am Filmfest gesehen haben und wo sich niemand beschwert hat. Man ist selbst immer viel kritischer, niemand hat sich darüber beschwert, das würde unprofessionell aussehen, obwohl es schlimm und professionell war. Learning by doing, also gibt kaum einen Bereich, bei dem das so klar gilt wie beim Filmemachen. Ich meine, es gibt viel berühmtere Leute, die das vertreten. Jeder, der das Buch von Robert Rodriguez, Rebel Without a Crew, noch nicht gelesen hat und irgendwie Lust auf Filme machen hat, dem kann ich es nur empfehlen. Also es funktioniert einfach durch Machen, Lernen. Eine ganz wichtige Sache, wie ich es erlebt habe, einfach nicht zu viel Respekt haben vor dem, was man von anderen hört. Es ist für mich totaler Wahnsinn, was man teilweise, es gibt unglaublich viele kluge Leute, es gibt gute Blogger, es gibt gute Fachjournalisten, gute Professoren, aber es ist auch einfach ein hoher Prozentsatz von
Müll, von Ego getriebenem Müll häufig draußen, dass Leute sich berufen fühlen, Leuten zu sagen, du musst auf jeden Fall und mindestens und es geht gar nicht und wenn du das machst, bist du völlig unprofessionell. Da ist so viel Bullshit dabei, es lohnt sich halt entweder selbst auszuprobieren, wenn man es sich leisten kann oder halt einfach den einen oder anderen mehr zu fragen und sich selbst seine Meinung zu bilden. Also ich habe in den Bereichen, in denen ich mich, ich meine, ich bin jetzt nach wie vor kein Profifilmemacher, aber in den Bereichen, in denen ich mich wirklich fachlich auskenne, dieser ganze technische Bereich, den ich heute weggelassen habe, Codex, Formate und den ganzen Schnickschnack, so viel Müll von sehr, sehr anerkannten Fachleuten gelesen, Fachjournalisten, Leuten, die seit 25 Jahren im Business sind, definitiv, wenn einer, je absoluter eine Aussage von jemandem sind, you never, bla bla bla, umso weniger würde ich sie glauben und das im Zweifelsfall hinterfragen und nochmal selbst machen. Und eben auch nicht abschrecken lassen von irgendwas, was einem jemand sagt. Mansplaining, wer den Terminus kennt, ist es definitiv noch ein Riesenthema in der Branche. Ich merke es an unseren Klickzahlen auch noch. Oder wenn an Messe besuchen, ich glaube, die Branche ist so zahlenmäßig zu 95% männlich dominiert und ich verstehe es nicht, warum. Es ist ein hochkreativer Beruf. Und warum zur Hölle? Es geht nicht darum, irgendwie 100 Kilo Gewichte zu heben und alles andere sehe ich, verstehe ich nicht, aber es gibt sehr viele Männer, die sich in den Foren und sonst was immer hervorheben und gerne auch besonders Frauen, da kann Yvonne auch ein Lied von singen, gerne mal erklären, wie man es richtig macht. Kann jedem nur raten, einfach auf die eigene Intuition zu hören und einfach loszulegen. Dann vielen Dank. Das war mein Blitz.